Einen schönen guten Abend aus Bagera. Man muss einfach mal alle Mallorca-Fans und speziell vielleicht Bagera-Fans teilhaben lassen an diesem wunderschönen Ausblick. Ein wunderschöner Tag neigt sich dem Ende. Und die Leute sitzen alle in den Lokalen, essen und trinken. Der Strand leert sich, beziehungsweise einige sind heute Abend noch an den Strand gekommen. Kaum Boote vor Mallorca, aber die Polizei fährt Patrouille. Es gibt aber weitestgehend nichts zu beanstanden. Und die ganzen begehrten Urlaubsregionen sind schon ganz gut besucht. Wie auch Pagera natürlich. Pagera, Cala Mayor, Cala Ratllada, Santa Ponsa und viele weitere Orte, die so zur ersten Garde gehören. Dazu gehört auch Caladoa, Porte Soyer, die sind alle mega gut schon besucht. Und dann gibt es doch auch ein paar Orte, die hinken noch ein bisschen hinterher. Es findet gerade ein irrer Wettbewerb statt zwischen den Orten. Ist ja auch klar, wenn man entscheiden muss, sucht man sich natürlich den besten Ort aus und da, wo am meisten getan wurde, fährt man am ehesten hin, wo ich das größte Programm habe, wo ich den schönsten Sandstrand habe, wo in der Region am meisten los ist. Und so gibt es Fans natürlich für unterschiedliche Orte, aber es gibt einfach so 5, 6, 7 Top-Standorte auf Mallorca, die einfach total in sind, gerade wenn es um Massentourismus geht. Das hört sich so böse an, Massentourismus, aber Massen sind da, wo am meisten Urlauber sind, und das ist gar nicht so böse gemeint. Dazu gehört natürlich auch Pagera. Unser Bild zeigt gerade aus den Felsen von Malgrat. Mit dieser Felsen von Malgrat, da ist vor einer Woche ein schrecklicher Unfall passiert. Da ist eine Familie hinausgefahren, 2 Kinder und ein Ehepaar. Und da ist der Vater dort von einem Felsen gesprungen, ganz mutig, ins Meer und hat sich dabei überschätzt und hat dabei sein Leben verloren, was natürlich hier für totale Bestürzung sorgt. Und nicht nur hier, auch Santa Ponsa, die ganze Region, ganz Mallorca trauert da. Das war ein Fußballspieler ein ehemaliger Fußballspieler aus Holland, der dort für einen Verein in der ersten Liga gespielt hat. Und das ist schon ganz schön tragisch. Wir kennen hier das Klippenspringen. In Santa Ponsa gibt es einen Felsen am Hafen, am Sportboothafen, da die Ausfahrt. Der ist auch ungefähr so hoch wie der Malgratsfelsen, den man da gerade auch sieht. Der ist ja ziemlich bekannt bei den Pagera-Urlaub, dieser Urlaubern, dieser Malgratsfelsen. Und da springen seit vielen Jahren junge Leute von den Felsen hinab. Ich glaube, das war da drüben 28 Meter hoch. Und bloß, wenn man es kann und trainiert es, mag das gehen. Und dann sagt jeder, ja, das ist ja mutig. Aber immer wieder passiert das auf Mallorca, dass Urlauber meinen, auch irgendwie ihren Nächsten irgendwas beweisen zu müssen. Und gehen in so ein großes Risiko ein. Man kann nur hoffen, dass alle ein bisschen vernünftiger sind in Zukunft und aus solchen Dingen lernen. Das ist schon ziemlich traurig für die Familie, und zumal die Kinder noch ziemlich jung.
dabei zugeschaut haben, umso tragischer. Aber dieser Abend soll nicht ganz so tragisch enden oder dieses Video. Wer dieses Jahr plant, Urlaub zu machen auf Mallorca, es funktioniert. Ja, es funktioniert. Jetzt diese Zeit, wir haben Frühling und trotzdem schon um die 30 Grad. Heute waren es also Top-Temperatur war auf der Insel wohl so 32 Grad und es bewegte sich so zwischen 27 und 32 Grad je nach Ort. Und das war ein total angenehmer Tag. Die Nacht gerade noch so, dass man vernünftig schlafen kann. Auf dem Flughafen geht es sehr, sehr entspannt zu. Das müssen schon Ausnahmetage sein, an denen das richtig schlecht läuft. Und diese Ausnahmetage, die sind an sich sehr, sehr selten. Und von daher kann man allen nur sagen, nur Mut, fliegt nach Mallorca, bereitet euch einigermaßen vor. Was braucht ihr in eurer Situation? Seid ihr allein? Reist ihr als Single oder reist ihr mit der ganzen Familie? Und dementsprechend sollte sich jeder Urlauber ein bisschen vorbereiten. Festgestellt haben wir hier, dass es am Tage ein bisschen strenger zugeht auf dem Flughafen als in der Nacht. Also wenn das Personal Feierabend haben will. Das mag wenig repräsentativ sein, ist aber der Eindruck von vielen hier, dass man eher mal rausgegriffen wird. Es wird stichprobenartig kontrolliert, weil man kann gar nicht alle kontrollieren, die da einreisen. Und wie gesagt, dazu folgt in Kürze ein Video, ein Airport-Report vom Flughafen in Palma de Mallorca, vom San Juan. Und aber dieses Wetter jetzt hier, also mehr geht eigentlich nicht, strahlend blauer Himmel. Und man sieht vielleicht die Leute, wie entspannt sie sind. Im Hintergrund hört man vielleicht viele reden. Super Gespräche werden hier geführt, super entspannt. Also es ist alles gut. Man geht heute Abend noch an den Strand, ins Wasser mit den Füßen oder geht eine Runde schwimmen, je nachdem. Diese Woche wurden die Bojen ausgelegt, hier in Pagera. Das Strandpersonal ist da, die Liegen sind alle aufgestellt, die Schirme stehen alle hier. Der Strand ist jeden Tag ein Tick ordentlicher. Ja, es ist voll, aber es ist nicht überlaufen. Und man kann jedem nur empfehlen, auf die wunderschöne Insel Mallorca zu kommen, egal welcher Ort. Alles schon. Ja, wer sich informieren möchte über verschiedene Orte auf Mallorca, ja, die nächsten Tage werde ich noch einige Orte anreisen, werde einige Orte vorstellen. Heute zum Beispiel Calapi, schaut mal rein, Calapi. Auch wenn man jetzt nicht seine kompletten Tage dort verbringen möchte, eine Tour dahin, zum Beispiel von der Playa de Palma, dauert nicht so lang, vielleicht eine halbe Stunde und man findet ein kleines Paradies vor. Kann dort gut essen gehen und viele Stunden verbringen. Kann gut rausschwimmen und. Und wer ein Boot hat, ist dort auch in der Bucht sehr gut aufgehoben. Ja, das war es an sich, dieser kleine Mallorca-Überblick am Abend. Man sieht dieses wunderschön ruhige Meer heute Abend, das noch zum Schwimmen gehen einlädt. Diesen blauen Himmel. Im Moment noch Temperaturen um die 25 Grad. Um diese Uhrzeit war, ja, ich muss heute Abend das Video von gestern Abend von der Feier von der SG Eintracht Frankfurt neu einstellen. Leider wurde mir dann schlecht durch die Rechnung gemacht. Es wurde etwas reklamiert. Was ganz Banales, an was man nicht alles denken muss. Und dann ist mit einem Schlag die ganze Arbeit dahin. Das konnte korrigiert werden und deswegen ist das Video wieder online. Es war so mega erfolgreich und mancher wird einem das denn nicht gegönnt. Und schaut euch das Video mal an, wer es noch nicht gesehen hat. Ich sage von hier heute Tschüss aus Pagera. Wünsche allen einen schönen Abend und ich hoffe, alle freuen sich an diesem blauen Himmel, diesem schönen Meer. Heute wirklich kein Sahara-Staub da, heute Abend. Und nur Staub am Strand. Bisschen weißer Staub. Ja. Also.
Bis zum nächsten Video. Tschüss, adios und bye bye. Aus Pagera sagt euer Jörg.